So, hier haben wir jetzt das letzte inoffizielle Tafelbild. Dann das vierte inoffizielle Viechteil. Hier zeige ich nämlich nochmal was aus dem Tafelbild, was ich vorhin schon hatte. Nämlich diese 6-Stufen-Tabelle mit diesen 6 verschiedenen Formen, die wir haben. Und zwar wollte ich da auf was relativ Wichtiges, Besonderes, bla, hinweisen. Zwar, wie gesagt, die Reihenfolge ist festgelegt, es ist immer so, dass Mizunkei Renyuke und so weiterkommen. Ich habe hier in Klammern Buchstaben hintergeschrieben, das hat auch einen Grund. Und zwar, sehr viele Verben fallen in die Flexionsklasse der 4-stufigen Verben. Und die haben als Kennzeichen für diese jeweiligen Formen eine Silbe, die mit diesem Vokal gebildet wird. Von daher, wenn man sich für die 4-stufigen die Buchstaben A, I, U, E merkt, hat man eigentlich schon mal einen relativ großen Teil der Verben abgedeckt, die man braucht. Warum habe ich das jetzt nochmal aufgezeichnet? Weil ich noch vorhatte, die wichtigsten Funktionen oder die hauptsächlichen Bedeutungen von diesen 6 Stufen nochmal aufzuführen. Ich habe schon gesagt, einige von denen können selbstständig stehen, andere von denen können nicht selbstständig stehen. Wir fangen am besten mal hier oben an, bei der Misenke, mit der es ja traditionell auch anfängt. Die kann zum Beispiel nicht selbstständig stehen. Es kann niemals ein Verb oder ein Verbalsuffix am Satzende geben, das in der Misenke steht. Es muss darauf immer noch irgendwas folgen. So, was ist die Funktion der Misenke? Wenn wir ein Verb haben, das in der Misenke steht, dann ist es wahrscheinlich, dass dahinter ein Verbalsuffix der Negation kommt oder der Vermutung. Allgemein ist es so, dass die Handlung eines Verbs in der Misenke noch nicht abgeschlossen ist. Deswegen halt sowas wie Negation ist ja auch nicht. Oder eine Vermutung, da weiß man ja nicht so wirklich, ist es abgeschlossen, ist es nicht abgeschlossen. Man muss dazu sagen, die Verbalsuffixe der Vermutung sind nicht nur dazu da, um Vermutungen auszudrücken, sondern auch um Futur auszudrücken. Das ist natürlich auch noch nicht passiert. So, die nächste Form ist die Renyuke, die kann unter Umständen alleine stehen. Renyuke ist relativ vielseitig, kann viele Sachen machen. Hauptsächlich ist sie satzverbindend. Das heißt also, ich habe einen Teilsatz, der japanische Satz endet ja mit einem Verb eigentlich immer. Und danach habe ich noch einen zweiten Satz. Da übersetzt man einfach, man macht A und man macht B. Und dieses und ist dann quasi das Verb in der Renyoke. Das ist die Möglichkeit, in der sie alleine stehen kann. Ansonsten, wenn wir Verbkomposita bilden, wenn wir zum Beispiel, was wir oft haben, um Kego auszudrücken, wenn wir dazu Hilfsverben anhängen, dann hängen wir diese Hilfsverben an die Renyoke des Hauptverbs oder des Vollverbs an. Wo haben wir das noch? Wir haben teilweise Bekräftigungsverben, zum Beispiel Utsu, schlagen. Da hat man öfters Verbkomposita, wo Uchi bla 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 steht. Das ist dann halt Utsu in der Renyoke plus ein zweites Verb. Das bedeutet dann anfangen etwas zu machen oder spontan etwas machen. Oder so loshandeln. Dann haben wir als drittes die Shushike, auch eine sehr wichtige Form. Das ist die Satzschlussform, die steht traditionell und normalerweise im Standardsatz am Ende des Satzes. Können allerdings auch Verbalsuffixe angehangen werden. Also es gibt ein paar Verbalsuffixe, die die Shushike erfordern. Aber hauptsächlich ist es halt die Satzschlussform bzw. die Form, mit der Verben im Wörterbuch stehen. Nächste sehr wichtige Form ist die Rentaike. Rentaike
also verbunden mit Körpern. Das sind, das ist die Attributivform des Verbs. Und im modernen Japanischen ist es ja so, dass die Shushike und die Rentaike identisch sind. Jemand, den ich kenne, ist ein Essen, das ich esse, ist eine Taberu Ryori. Na, bla. Blödes Beispiel, ist mir jetzt gerade nichts Besseres eingefallen. Im klassischen Japanisch ist es so, dass die Rentaike noch eine extra Form ist, eine gesonderte Form. Bei den vierstufigen fällt es nicht auf, da fallen Shushike und Rentaike zusammen. Es gibt aber andere Flexionsklassen von Verben, wie zum Beispiel müsste Shimonidan sein, da hat die Rentaike eine gesonderte Form. Oder auch bei Rahen, also ra-unregelmäßigen Verben, die haben auch eine getrennte Rentai-Form. Wenn man sich jetzt fragt, warum führt er unregelmäßige Verben an, das wird wahrscheinlich nicht so viele geben. Das ist in der Tat richtig, es gibt nicht viele. Allerdings Rahen ist eine der Flexionsklassen, die mit am häufigsten vorkommen, weil nämlich erstens mal alle Existenz- und Befindensverben Rahen-Verben sind, sehr viele Verbalsuffixe flektieren nach der Rahen-Reihe und Adjektive unter bestimmten Umständen auch, da kommen wir dann aber später im konkreten Fall mal drauf. Was haben wir dann noch? Die Isenke, dass die es ist schon so Form. Und die Isenke markiert vollendete Handlungen, ist nicht selbstständig, steht immer in Kombination mit Partikeln oder Verbalsuffixen. Und vollendete Handlungen, das ist dann meistens so, dass Partikel oder Verbalsuffixe angehangen werden, die kausal oder temporal Zusammenhänge ausdrücken. Häufig oder eigentlich das Standardding, was mit der Isenke zusammensteht, ist die Partikel ba. Also weil so und so, als so und so oder nachdem so und so. Da ist die Handlung, in der das Isenke-Verb an die Partikel ba angebunden ist, die Handlung ist schon komplett und vollzogen. Die letzte Form, die Mereike, kennen wir auch aus dem modernen Japanischen, das ist die Befehlsform. Kommt ehrlich gesagt relativ selten vor, aber sie gehört dazu, man sollte sie eventuell beherrschen, besonders wenn man irgendwie Kriegerliteratur liest, Gunki Monogatari, also Kriegererzählungen, da kommt dann öfters mal vor, dass der eine dem anderen was befehlt und dann hat man auch mal eine Mereike. Aber an sich realistisch gesehen ist sie relativ selten, aber trotzdem muss halt dabei sein. Boah, und jetzt würde ich mal sagen, haben wir das Handwerkszeug, dann können wir uns ins Abenteuer Bumbo stürzen.